Was geht ab, meine werten Freunde? Und willkommen zum 28. Part hier von Mario Bros. Deluxe. Und wir machen heute mal die Zusatzmodis, die es in diesem Spiel noch gibt. Es gibt Herausforderungen. Nehmen wir einfach mal Mario dafür. Und ich bin sehr gespannt, was uns denn bei diesen Modis erwarten wird. Denn ich habe noch keine Ahnung. Eine neue Herausforderung steht zur Verfügung. Probezeit, Attacke, Düse durch den Eisenhain. Dreisprung zum Reichtum, Münzoase. Ach guck mal, hier, Zeitattacke, Münzsammlung, One-Up-Rally, diverse. Gumball-Gebalge, Koopa-Versammlung am Gesichtsfelsen. Die haben halt noch Nagelbrett im Feuerregen, Gleitflug mit Anmut. Okay. Wir spielen einfach mal alle durch. Mal gucken, was passiert. So, erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. 21 oder weniger, 25 oder weniger, 35 oder weniger. Okay. Extra Level. Start. Ja, mal gucken. Ich rush einfach durch, ne? Tot. Ich hab wenig gedrückt gehalten. Na klar. Ja, wir werden jetzt den Part zumindest mit den ganzen Herausforderungsleveln hier mal ein bisschen Zeit verbringen. Ich hasse dich, du kleiner Kackviech. Du kleiner Kackviech! Na klar. Mal gucken, vielleicht im nächsten Part auch noch ein bisschen und dann... nein, ich bin hängen geblieben. Was mich will. Der hat mich... Silber, das ist aber nicht so schlimm. Ja, ich habe halt einen Sprung verkackt und bin hängen geblieben im Röhre, aber... nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So. Ich will auch nicht überall Rekorde aufstellen. Also das zählt nicht zu den 100% für mich dazu. Das tut mir leid, aber es ist so. Ich will nur gerne die Modis alle mal gemacht haben. Das wäre schon etwas wichtiger für mich. Weil das sind Sachen, die kenne ich halt nicht. Neue Herausforderung ist verfügbar. Ach, guck mal, dann gibt es ja auch sogar noch mehr Level. Düse durch den Eichenhain. So, erreiche das Ziel innerhalb der vorgehenden Zeit. 53 Sekunden. Kriege ich hier auch eine Eiche? Gibt es hier Items? Warte mal, das will ich rausfinden. Nee, gibt es keine Items. Okay, gut. Das heißt, wir rushen durch und dann freuen wir uns. Ja. Hier gibt's sogar... ernsthaft? Hier gibt's Münzen? Ach, guck mal, da oben hätte ich raufgekonnt irgendwie. Ja, tot. Ich versuch's mal nochmal. Na klar. Achso, wir müssen wahrscheinlich irgendwo einen Dreifachsprung mitmachen. Hier oben hätte ich abspringen können. Ach man, es reicht ganz knapp nicht, weil ich wieder zu früh gesprungen bin. Das war eine saudumme Idee. Dachte eigentlich, da ging es durch. Leider nicht. Das ist ja mal super blöd, oh man. Das war richtig kacke. Also Gold werde ich wahrscheinlich sowieso nicht bekommen, aber es ist egal, es ist egal. Ich will nur irgendwie Level mal gemacht haben. Beziehungsweise, wenn sich jetzt wirklich alle Welten wiederholen, werden aber wahrscheinlich nur auserwählte Level sein. Diese hier... das war dumm, ich habe nicht B gedrückt gehalten. Diese hier wieder spielen lassen. Ich hoffe nicht, dass alle Level jetzt auf Zeit machen, weil dann hätten sie das gleiche implementieren können. Das wäre so richtig blöd, das wäre dann echt unnötig, Mann. Ah, ich... der Dreher, ich Idiot. Der hätte mich... oh, ich bin so... ich vergesse das jedes Mal wieder. Was zur Hölle? Was würde einem denn das hier bringen? Es gibt doch keine Items in dem Level hier. Hier wäre auch ein Pilz drin, ist auch nur eine Münze drin. Und die Streifenhörnchen haben ja auch keine Eichels in der Hand. Egal, Hauptsache geschafft.
Das war gut, Mann. Aber die Level sind auch leicht modifiziert. Man sieht's, da ganz oben das Ding, das war die ganze Zeit nicht da. So, wahrscheinlich, wenn ich jetzt gegen mich antreten würde, würde ich einen, Volker Frost. Das ist auch wieder ein extra Level. Okay, also es sind alles immer spezielle Sachen, die hier gefordert sind. Gut. Ja, wenn ich jetzt gegen mich selbst nochmal an, also wenn ich jetzt nochmal in dem Level antreten würde, würde wahrscheinlich ein Geist mitlaufen, der für mich, so quasi meinen aktuellen Stand der Dinge aufzeigt. Das war sehr knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber okay, Mann. Man lernt halt nie aus. Was für ein Graus, Mann. Das geht doch gar nicht raus. Uiuiui. Knappe Scheiße. Okay, ist noch... Achso, es ist eher immer Bronze. Stimmt. Oder weniger steht er da. Oh, wir haben 5 Sekunden fürs Level noch gehabt. Es gibt also doch einen Level-Timer. Oh, da habe ich nicht hingeguckt. Gut, okay, it's good to know. Na gut, sie hat eine Time-Attack, ne? Aber ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt hier so aus jeder Welt jetzt mehrere Level machen. Also ich weiß nicht, so 40 oder so. Das stelle ich mir dann anstrengend vor. Ne, okay, guck mal hier, sie sind schon im Wüstensprint. Sandkuchen Wüste 1. Aber die haben einfach nur die Level genommen. Das ist ein bisschen schade. Das war ziemlich dumm. Ich hätte von dem Gesichtsfelsen gern... Hallo! Mario, kannst du da bitte? Danke. So, okay. Alle hopp. Die haben die Flaggen entfernt, die haben alle Items entfernt. Das war sehr knapp. Ich meine, Profi-me... Nevermind. Profimäßig bemessen, wollte ich sagen, hat sich schon wieder erledigt. Bis auf den ersten hier war es gut. Kannst du bitte... Ey, ich hasse diese Sanddinger, die sind zum Kotzen. Der ist echt sehr gut bemessen, der ist wirklich saueng. Der ist enger als meine Unterhose nach, an einem schönen heißen Sommertag, wenn ich die gewaschen hatte. Oder auch nicht gewaschen hatte. Ich hab B gedrückt, Mann. Voll der Arsch, Mann. Ja. Richtig gemein. Oha. Ey, diese Sandkacke nervt am Anfang. Das war ganz knapp nicht. Das hat mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, weil ich auch nach oben teleportiert wurde. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Level es gibt. So. Zack. Ja, wie gesagt, also da ist... Das ist irgendwie seltsam, wenn es... Ah, na toll, ich häng fest. Ah, was soll ich spielen? Ah. So. Easy. Zack, zack. Das ist ein schöner Speed, der gefällt mir. So, zack, zack. Junge, ich will einfach nur durch, danke. Cool, danke. Oh Gott, nein! Eieiei. Aber ich glaube, außer Gold und Bronze, also Silber ist halt sau schwer zu kriegen, weil, weiß nicht, da zwischen Gold, Silber und Bronze ist so eine kleine Zeitspanne. Das ist richtig hart. Verkacken geht immer. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, Gold hier überall machen ist mir egal. Hauptsache, ich habe die Level einmal geschafft. Das ist mir wichtig. Weil ansonsten ist es so Try and Error, wann muss ich wo wie hüpfen, um eine perfekte Zeit zu schaffen oder so. Das ist, ja, nee. Das muss nicht sein, das muss wirklich nicht sein.
Aber komm, wir machen mal zur Abwechslung jetzt noch den Rest des Parts hier, mal die anderen Sachen. Extra Level Sammler auf deinem Weg zum Ziel Münzen ein, indem du und so weiter. Das ist ein cooler Sprung. Ich habe schon die erste rote Münze vergessen. Oh Gott, nein. Ich hätte einen Dreiersprung immer machen müssen. Na klar. Ein, indem du geschickte... Oh Mann. Zack. Hui! Wuhu! Ich bin halt einfach, ich konnte nicht springen, warum auch immer. Indem geschickt den Dreisprung einsetzt. Eins, zwei. Und let's go! So. Eins, zwei, Dreiersprung! Eins, zwei, Dreiersprung! 84 Münzen. Ist nicht alles. Es ist Silber, wie es aussieht. Achso, hier ist also die Anzahl der Münzen eigentlich entscheidend. Ah, cool. Ka-ching, Silber. Stimmt, da unten stand auch, habe ich gar nicht vorgelesen. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. Okay, das heißt also, das sind ja alles Münzen. Ja, okay, geht auch immer weiter. Dann machen wir noch die Münzoase. Berühre den P-Schalter und sammle die Münzen ein. Achtung, endet der Effekt, P-Schalter endet die Herausforderung. 52 Münzen für Gold, das sind alle. Definitiv. Cool. Und tot, weil ich es nicht geschafft habe. Ich war so knapp, es waren 4 Münzen. Und alle. Beim ersten Mal übelst verkackt, nicht mal Bronze geschafft, beim zweiten Mal gleich Gold. Das ist okay. Aber das sind coole Challenges, die finde ich schön. Das sind schöne Herausforderungen, die gefallen mir. Sogar eine Goldmedaille schon bekommen. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt mal noch zwei vom nächsten. Und dann zwei vom letzten. Und dann gibt es die neue Herausforderung. So. Machen wir hier mal Goomba-Gebeige. Drei Ups. Um One-Ups zu erhalten, spring auf möglichst viele Goombelger. Ach so heißen die. Ach so. In Folge. Ohne den Boden zu berühren. Und drei One-Ups wäre Gold. Ein One-Up ist Minimum. Und tot. One. Null minus Ups. Oh, Mario fällt so schnell. Man unterschätzt das, aber Mario fällt übelst schnell. Und ich sollte vielleicht auch B gedrückt halten, einfach um von den Gegnern abzuspringen. Kacke. Kacke. Der perfekte Sprung. Oh Mann. Der perfekte Sprung. Tot. Ich wäre auch nicht mehr rübergekommen. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Oh, ach, das geht auch! Und das wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Ich dachte, man kann immer noch Beine hüpfen. Oh, whoopsie. Das war auch wieder ein perfekter Sprung. Oh Mann. Aber das ist eine coole Idee so an Challenges. Na, schade. Kurz vorm One-Up.
Man kann aber halt maximal 3 an der Stelle kriegen. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, nach jedem Mal, wenn man halt so 10 Gegner-Kills hat. Nehmen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeder 8. Kill ist ein One-Up. Und also wenn man das hintereinander so in der Luft hier macht, so wie die Challenge halt ist. Und jeder weitere ist dann auch ein One-Up. Okay. Versuchen wir es weiter. Na, genau dazwischen. Ich denke, beim nächsten Part machen wir auch mal die anderen Sachen dann auch noch. Und dann habe ich das erstmal gezeigt. Dann sparen wir uns das wieder für ein bisschen später auf. Dann. Zack. 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 Und. One-Up-Regen! Hätte jetzt noch gefehlt. So. Cool. Wieder eine Goldmedaille. Ja, die Challenges werden ja auch mit mal zu mal schwerer. Da sind ja nur ein Stern dran und so weiter und so fort. Es kommt ja alles noch. Cooper-Versammlung am Gesichtsfelsen. Ach Gottchen. 30 One-Ups ist Gold. Ach du Schande. Uiuiui. Ach, ich hab einen Peichelanzug. Einen Eichelanzug. Das macht's einfacher, weil der bei jedem Sprung resettet wird. Aber einfach ist es dann trotzdem nicht. Yep. So. Also ich habe Y gedrückt gehalten wieder. Ich habe gerade gesehen. Ich habe wieder Y gedrückt gehalten. Ich habe gerade gesehen, das sind nur diese 5 Koopas. Es ging nicht weiter nach rechts. Okay. Das ist. Das ist interessant. Würde ich jetzt mal behaupten. Ach Gott, ja, das war's. Oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Können die Koopa-Panzer denn hier komplett, wenn ich sowas mache? Können die irgendwie die ganze Zeit da hin und her bouncen? Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ich drankommen soll. An ein Leben. Ich würde ja auch gerne jemanden, einen der Panzer mal wegstoßen, ohne dass ich gleich dabei draufgehe. Nee, er versinkt sogar sofort. Wie soll das funktionieren? Warte mal, wie viele Hits habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 würde ich haben. Dann muss ich noch einmal einen Panzer treffen. Ja, geil. Schön, dass er mich gedamaged hat, obwohl ich ihn noch down gekriegt habe. Sehr schön. Okay, das ist sehr schwer. Es ist eine 1, kann ich mir nicht vorstellen. Sorry, aber. Und tschüss. Ich meine, wenn es lange wäre, weißt du, wenn dann so noch Koopa kommen würde, dann wäre das ja alles kein Thema, aber nach den dreien ist es zu Ende. Ja, da ist Ende. Tot. Mist. Achso, die stehen wieder auf, wahrscheinlich, nach einer Zeit. Ach, das hat sich resettet. Mist. Nee, dann lieber nicht. Das wird eine Weile dauern, bis ich das alles habe. So, machen wir noch diverse Herausforderungen. Lass dich im vorgegebenen Zeitraum nicht von den Feuerwehren treffen. Oh Gott, Jana, meine Lieblings. Ach, toll.
Ich hasse dich. Arsch. Ich hasse diese Typen. So abgrundtief. Es gibt kein größeres Instant-Tod. 2 Sekunden, Instant-Tod. Wer schafft es schneller? Oh Mann. Es gibt keinen größeren Hassgegner für mich. Ey. Die werfen die aber auch richtig asozial Scheiße. Arsch. Arsch. Okay, es gibt nicht mehr als 50 Sekunden. Oh, schade. Ich dachte mir so, ja, wie weit kann man das eigentlich treiben? Ah, ja, gut. Hat funktioniert. Weiß zwar nicht wie, aber hat funktioniert. Ach, guck mal, man kriegt auch mit den gleich mehr Herausforderungen freigeschalten. Okay, eine machen wir noch. Gleitflut Anmut, weil wir jetzt nicht so geschafft haben. Erreiche das Ziel in Flughörnchenform und ohne den Boden zu berühren und verdiene dir unterwegs One-Ups. 0 One-Ups ist Minimum. Und tot. Ich habe es nicht mal geschafft, einen Gegner zu treffen. Ach, du willst mich doch verarschen. Wieso ist denn hier kein Gegner zwischendurch? Och Mann. Voll gemein. Okay, komm. Aber sagen wir 2 Versuche oder 3. Vorne. Ja, das war's. Wäre so oder so gewesen jetzt an der Stelle. Ich habe meinen Sprung schon benutzt und da war kein Gegner mehr unten. Mich interessiert auch kein Leben. Mich interessiert eigentlich nur, bis ins Ende zu kommen. Wie gesagt, Bronze ist Minimum. Es ist immer okay. Wieso habe ich es nicht gleich so gemacht? Ach, guck mal, man muss ja... Das haben sie wahrscheinlich mit einberechnet bei 5 One-Ups. Jeden Gegner treffen plus am Ende mit dem Flughörnchenanzug das One-Up vom Turm kriegen. Ich glaube, das zählt mit dazu, weil so viele Gegner waren da nicht. Aber gut, haben wir das auch geschafft. Ja cool, dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Im nächsten Part schauen wir uns noch die anderen Sachen an. Also, hier machen wir erstmal nicht weiter, sondern... Guck mal, hier gibt es sogar Level 3er. Levelabschluss. Nutze deine Flughörnchenfähigkeit, um das Ziel zu erreichen, ohne den Boden zu berühren. Schon ziemlich cool heraus. Ich würde die ehrlich gesagt wirklich gerne alle noch mit ins Let's Play einbinden. Ich finde die wirklich sehr cool. Ja, im nächsten Part machen wir dann andere Herausforderungen. Hier nicht die Herausforderungsabteilung, sondern auch noch Schnellspiel und Münzenjagd haben wir noch vor uns. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, Raccoon Slayer Play. Ciao.